So, hallo, willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar, wie ihr schon lange erwartet habt, gibt es heute endlich mal wieder so ein Übersichtsvideo von meinen aktuellen Kolonien. Und zwar gibt es da eben immer bei mir regelmäßig eben im Moment zwei Nachfragen, ob ich mal wieder so ein großes Video machen könnte, wie es bei mir aktuell aussieht. Und natürlich eben hier, wie ihr schon seht, von meinen Paratrichina longicornis, was das zweite Nest so macht. Jetzt schon mal zwar im Voraus, okay, heute zeige ich euch ein paar Kolonien von mir oder wie aktuell meine Kolonien aussehen. Aber ich muss schon sagen, also dieses Jahr oder die letzten Wochen waren ein wenig schwierig, muss ich sagen. Und zwar habe ich ein paar Kolonien oder Königinnen leider verloren. Und zwar manche eben nach der Winterruhe wurden sie aussortiert. Aber auch jetzt bei einer größeren Kolonie von mir wurde die Königin tatsächlich aus dem Nest rausgetragen, also gezerrt von den Arbeiterinnen. Und wurde dann eben entsprechend zerteilt in der Arena und auf den Müllhaufen rausgeworfen. Aber da kommen wir später einfach mit dazu. Also, wir fangen wie immer hier einfach auf der rechten Seite an. Die Kolonie kennt ihr alle ja ziemlich gut von mir. Und zwar sind es die Campanotus nicobarensis. Machen wir das so. Und zwar, jetzt vielleicht fällt euch auf, okay, im Moment ist, im Gegensatz zu meinen anderen Videos, ist die Aktivität jetzt eigentlich ziemlich ruhig oder ziemlich wenig. Und zwar ist es jetzt immer genau die Zeit, die letzten Monate von Oktober bis jetzt gut Anfang in Februar, Mitte Februar rein, hatten sie ihren Schwarmflug. Da habe ich euch ja auch entsprechende Videos dazu gezeigt, wie viel da immer in der Arena los war. Und jetzt hat sich eben in letzter Zeit eben die Schwarmflugaktivität komplett reduziert. Ja, man sieht vormittags immer noch ein paar Schwärme, aber nicht mehr eben die Mengen, die eben schon waren. Aus der Erfahrung von den letzten Jahren her kann ich jetzt auch wirklich sagen, also die Art wechselt jetzt eben in ihre Diapause rein. Eben nach dem Schwarmflug sieht man immer, dass die Kolonie wirklich immer inaktiver wird und dann eben so in ein, zwei, drei Monaten, also so Richtung Mai, Juni, eben wieder dann richtig loslegt. Zu Campanotus nicobarensis eben allgemein gesagt ist immer, ist so, wenn ihr Interesse habt eben an einer Art, die keine Winterruhe hält und noch nicht groß Erfahrungen eben mit exotischen Ameisen habt, ist es immer eigentlich ein super Griff. Und zwar, weil sie ist einfach zu halten, sie verzeiht einem auch viele Fehler oder Anfängerfehler, sie entwickelt sich schnell und gerade sie zeigt auch, wenn sie jetzt größer wird, auch ein bisschen Aggressivitäten, sind eigentlich aktive Tiere und man sieht auch schön den Polymorphismus bei ihnen. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen näher rein. In meiner Kolonie hier an der Seite, das ist eigentlich schon, wie ihr seht, das ist eigentlich der Müllhaufen, weil eben meine Kolonie ist mittlerweile entsprechend groß, dass sie nicht mehr groß hier drin rumhantieren kann. Und zwar nämlich, sobald ich eben hier in die Arena reinlange oder irgendwas mache, sieht man hier so, kriegt man den nicht scharf. Genau, sieht man eben hier so entsprechend die Medias Maiores sitzen und die gehen einen natürlich gleich an, wenn man jetzt hier in dem Becken entsprechend was macht. Eben hier sieht man ihre Zuckerwasser trinken. Ich habe ihnen entsprechend vorhin ein bisschen Futter reingeschmissen, aber man sieht eben gerade im Moment, sie nehmen nicht viel Futter an. Ein bisschen haben sie dran rumgenascht, aber wie gesagt, im Moment ist es eher Richtung Diapause oder eher inaktiver. Das sieht man auch, wenn wir jetzt nämlich runter Richtung Nest schauen. Zwar machen wir hier noch kurz ein Licht an. Ah, vielleicht, wie ihr mitbekommen habt, gab es jetzt tatsächlich mal einen Schnitt in meinen Videos. Und zwar habe ich es geschafft, wo ich hier das Licht bei den Tieren anschalten wollte, dass ich eben das Video anhalt. Dann führen wir jetzt eigentlich hier vor weiter. Wie ihr seht im Nest, normalerweise sieht man immer hier, bei mir haben sie hier oben immer die Brut gelagert. Hier ist jetzt deutlich weniger los, eben auch keine Brut, sondern man sieht hier ein paar Männchen rumstehen mit Schutz von ein paar Arbeiterinnen. Hier zum Beispiel ein schöner Major. Hier eher einige Männchen. Hier drüben, wie ihr das schon vielleicht gesehen habt, hier sieht man noch ein paar Jungköniginnen. Hier sitzt eine. Da oben, vorhin habe ich noch ein paar, drei, vier, fünf noch mehr gesehen. Sieht man hier eben ein paar Jungköniginnen. Aber wie ihr hier prinzipiell seht, im Moment ist hier eigentlich bei mir im Nest, hier oben zumindest, weniger los. Aber eben in den Zwischenschichten ist immer schwierig, hier jetzt reinzufilmen. Ist eben hier diese Zwischenschichten, seht ihr hier. Ah, jetzt Gerät, Licht wurde deaktiviert, weil es zu warm würde. Dann eben nicht, dass eben hier viele Tiere
eigentlich in den Zwischenschichten sitzen. Moment, ich muss mal kurz anhalten. Vielleicht hole ich noch ein zweites Licht her. So, Schnitt Nummer 2. Und zwar, jetzt hat das Handy sich ein bisschen abgekühlt. Dann kann ich mir diesen ganz kurz hier ein bisschen reinleuchten. Ihr seht hier in den Schichten sitzen überall entsprechend Tiere drin. Viele Majore und so weiter. Ist halt immer hier ein bisschen schwierig, immer reinzufilmen. Aber das Nest ist entsprechend gut gefüllt bei meinem Nicobarensis. Wenn ihr Fragen habt, so, das Licht machen wir gleich wieder aus. Wenn ihr eben mehr Fragen hier zu der Art habt, schreibt mir doch einfach gern an. Also wie gesagt, ich kann es eigentlich jedem so diese Art ans Herz legen, der jetzt Einstieg oder eine Art sucht, die keine Winterruhe braucht und aktiv ist und einfach zu halten. Schauen wir hier nochmal kurz zu den Jungköniginnen zum Beispiel hin. Na, hier seht ihr tatsächlich, seht ihr das? Sie haben tatsächlich ein kleines bisschen Brut. Und ist hier eine Jungkönigin, ist hier eine Königin ohne Flügel, sehe ich das richtig? Hier vorne dran. Das ist nur ein Major. Genau, aber hier seht ihr Larven ein paar, aber eben nicht so arg viel, wie man sonst hier von der Kolonie gewöhnt ist. Genau, so. So viel zu den Nicobarensis. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Hauptthema. Ich gehe hier ganz kurz ein Stückchen zurück. Hier zu meinen Paratrichina longicornis. Ich habe euch ja gezeigt, hier das letzte Video, wie ich das Becken hier, das linke, grob aufgebaut habe. Und schauen wir mal ein bisschen näher hin. Also ganz kurz erstmal allgemein. Paratrichina longicornis ist eigentlich noch, ja, ich sage mal gerne, es eigentlich ist tatsächlich so eine hochinvasive Art. Und eigentlich wirklich auch nicht für Anfänger geeignet, weil sie sich schnell entwickelt, klein sind, durch jeden kleinen Schlitz oder irgendwo ausbrechen kann. Und gerade weil es eine Inzucht betreibende Art ist, sollte man da entsprechend aufpassen. Oder auch mit Erfahrung, damit man weiß, wie man die Becken richtig absichert und vor allem auch die Zeichen von der Kolonie ein bisschen lesen kann. Das wirklich, wirklich interessant an der Art ist, könnt ihr ja mal googeln nach dem Stichwort Double Cloning. Also die Art macht tatsächlich Double Cloning. Also sprich, dass die DNA von den Männchen, die sie großzieht wurde, genau dieselbe DNA hat, wie das Männchen, was damals eine Königin begattet hat. Und dass die Jungkönigin genau die gleiche DNA hat wie die Jungkönigin selbst. Zu meiner Art, ich werde oft gefragt, hey, ich halte die Art ja jetzt hier schon eine Weile, habe ich schon mal einen Schwarmflug gesehen? Ich muss ehrlich sagen, nein. Also Geschlechtstiere und so weiter, die habe ich noch nicht bei mir gesehen. Es gibt Berichte, ich kenne so Laborberichte und so weiter, eben gerade, wo man sich die Paratrichina longicornis näher angeschaut hat, gerade in dem Bericht auch zu dem Double Cloning. Und die sagen eigentlich schon, dass eigentlich schon Geschlechtstiere nach wenigen Monaten, eine junge Kolonie zieht schon Geschlechtstiere nach wenigen Monaten auf. Das aber, wie ihr seht, ja eben bei mir hier in einem großen Erdnest leben, habe ich natürlich nicht diese Nest-Einsicht, damit ich genau sagen kann, wo ist die Brut, was rennt um die Brut rum, wie viele Königinnen sind es und so weiter. Aber schauen wir jetzt mal eben hier näher hin, sind eben, der Trivialname kann man hier sagen, es nennt sich Black Crazy Ants. Und warum Crazy Ants? Weil sie sich eben entsprechend schnell bewegen. Und eigentlich auch Longhorn Crazy Ants, also es gibt beide Namen, Black Crazy Ants und Longhorn Crazy Ants. Und Longhorn ist eigentlich, sieht man an den Fühlern, weil sie lange sehr auffällige Fühler haben. Jetzt hier sieht man eigentlich weniger, also das ist ja ihr altes Nest oder ihr altes Becken. Hier sieht man immer noch ein paar rumrennen, aber nicht mehr so viel wie früher. Ein Großteil der Kolonie ist mittlerweile in das andere Becken gezogen. Gehen wir da mal rüber. Und zwar haben wir hier diese Korkröhre mit dem Schlauch, mit dem Verbindungsschlauch hier. Hier sieht man immer durch den Verbindungsschlauch immer einige Tiere rumflitzen, die eben von einem Becken ins andere Becken wechseln und wieder zurück. Jetzt hier zu dieser Korkröhre. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich brutal begeistert von dieser Korkröhre hier. Warum? Paratrichina longicornis sind eigentlich Arten, die irgendwo in Zwischenräumen nisten. Und da ist so eine Korkröhre, wie ihr hier seht, eigentlich ideal. Hat viele kleine Löchchen und sie haben wirklich auch ihr Brut und eigentlich ihr Hauptnest hier in diese Korkröhre gebaut. Normalerweise ist es hier, wenn ich jetzt eigentlich zu späterem Abend filmen würde, würde man hier
ihre ganze Brut sehen, was sie eigentlich Richtung Lampe legen, weil es hier ein bisschen wärmer ist. Hier seht ihr auch eine einzelne Arbeiterin mit einer, ja, mit einer Nacktpuppe. Hier ein paar. Und die tragen sie eigentlich auch fleißig immer hier hin und her aus. Hier seht ihr wieder eine Flitzen. Wie sie hier eben ihre Brut immer hin und her schicken. Gehen wir ein Stückchen wieder zurück. Hier sieht man eigentlich, das Becken haben sie mittlerweile eigentlich so gut wie durchwühlt. Sieht man immer hier, sie haben eigentlich komplett hier an den Seiten natürlich einfach runter, aber hier haben sie eigentlich die ganze Erde gut durchwühlt. Hier an der Seite haben sie auch einiges raustragen. Hier haben sie Futterärsche von mir bekommen, haben hier ein bisschen was. Genau. Jetzt noch was, was ich, also das Becken haben sie wirklich super akzeptiert. Wie gesagt, Großteil der Kolonie lebt mittlerweile in der Korkröhre. Kann ich sagen, also der Anbau hat sich super gelohnt. Im alten Becken leben auch noch ein paar. Ihr wisst ja, dass ich hier an der Seite habe ich eigentlich auch noch so ein Futterbecken hingestellt. Hier sieht man auch tatsächlich immer ein paar rumrennen, aber im Moment fütter ich nicht im Becken. Ich wollte erst, dass sie sich eben hier gut in den Becken einrichten. Deshalb fütter ich im Moment direkt in diesen beiden Becken. Und dann später werde ich wahrscheinlich entsprechend Futter nur hier oder gerade Proteine nur in dem Futterbecken anbieten, sodass sie ein bisschen was zu tun haben, um das Futter zu bekommen. Also summa summarum kann man sagen hier, das Becken haben sie super akzeptiert, sind zufrieden. Ich würde tatsächlich sagen, okay, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, hey, ich möchte doch auch mal irgendwann ein paar Trichiner halten und ihr mich fragt, okay, hier, in was für ein Nest soll ich sie halten, würde ich euch mittlerweile sagen, okay, klar, entweder Erdnest natürlich oder ihr könnt auch so eine Korkröhre nehmen, in der sie sich dann schön einnisten. Habe ich gerade was aus dem Augenwinkel gesehen? Bin ich natürlich wieder zu langsam, dass sie sich eben hier schön in so eine Korkröhre einnisten. Weil hier sieht man immer diese vielen kleinen Löchchen und überall und man sieht sie hier entsprechend rumflitzen. Genau, aber machen wir weiter, bevor wir uns jetzt zu lange hier mit dem Paratrichina aufhalten. Gehen wir jetzt hier zu meiner nächsten Kolonie. Meine Camponotus fulvopilosus. Ich berichte eigentlich relativ wenig über die Art. Sie ist zwar, ja, die Art ist immer hoch nachgefragt, weil sie einfach super speziell aussieht. Ich berichte eben eher selten drüber, weil man muss ja sagen, okay, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu den Nicobarenses sind sie ziemlich inaktiv. Hier sieht man jetzt zwar, hier die Arbeiterinnen sehen wirklich schön aus. Trophylaxis machen sie hier vorne, also sich gegenseitig füttern. Also wirklich schöne Tiere, schöne Art. Hier seht ihr einige Majore. Sehen einfach wirklich großbrachial aus. Aber machen wir einfach mal wieder von Weitem. Also die Kolonie habe ich jetzt auch schon seit 2 Jahren, 3 Jahren, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Also schon eine gewisse Weile. Sie entwickeln sich gut. Muss ich auch sagen, solange sie hohe Temperaturen haben, sind es eigentlich auch tatsächlich, ich sage mal das hübsche Wort, Selbstläufer. Und zwar, wie ihr hier seht, sie entwickeln sich hier bei mir ziemlich gut. Ich habe eben vorhin Futter gegeben. Ich glaube, wahrscheinlich haben sie schon wieder alles verarbeitet. Ja, so gut wie. Und wie ihr hier seht, also die Kolonie hat sich bei mir prächtig entwickelt. Sieht man einige Majore. Einige große Tiere, wenn wir jetzt unten ins Nest schauen, ist eigentlich hier vorne, hier lag, sind eigentlich immer gern ihre Eier. Mal gucken, ob sie es mir heute zeigen. Genau, hier sieht man ein Stückchen rein und verwackeln das Ganze noch schön. Hier sieht man zum Beispiel einen Teil ihrer Eier, dass sie einfach schön Brut haben. Gehen wir mal ein bisschen raus, damit es nicht ganz so wackelig ist. Was kann ich euch sonst noch zu dieser Art sagen? Also wie gesagt,
Sie gehört zu den Arten, die eigentlich immer groß nachgefragt werden, kommen aus Südafrika. Leider sind es da unten in letzter Zeit eigentlich immer ziemlich trocken. Es regnet immer weniger und so weiter. Eben, ja, man kann ja sagen, diese ganze Klimaveränderung, ganze Geschichte. Und deshalb werden da unten auch Schwarm weniger oder es gibt auch weniger Kolonien direkt in Südafrika von dieser Art. Es wird auch immer schwieriger, welche jetzt zu finden. Vor allem jetzt durch ein Jahr Corona ist sie eigentlich gar nicht mehr auf dem Markt im Moment. Eben. Die Färbung macht sie schön, die Größe der Tiere macht sie schön. Sie sind eigentlich auch jetzt, wenn wir von Aggressivität reden, sind wirklich ganz zahme Tiere. Also man kann hier in dem Becken drin rumfingern und so weiter. Klar, hin und wieder kommen Majore dann nur daher und machen eine Drohstellung, aber ein aktiv angehen eigentlich nur ganz selten, wirklich nur, wenn man sie ärgert. Genau. Hier dazu jetzt eine kurze Sache. Wenn ihr mehr zu den Fulvopilosus wissen wollt, schreibt mir doch an, schreibt einen Kommentar oder irgendwas und dann kann ich vielleicht da mal ein separates Video dazu machen. Weil eben bei mir ist es war am Anfang vom Jahr geplant, ich bin zeitlich nicht dazugekommen, beziehungsweise mir war es einfach zu kalt in meiner Werkstatt. Ist es hier geplant, eine Nesterweiterung zu machen, hier an die Seite. Becken und so weiter, Baumaterialien habe ich die meisten schon da. Habe ich gerade noch so Mitte Dezember geschafft, noch schnell im Baumarkt zu gehen und mir die Sachen damals zu besorgen. Aber eben wegen der Temperatur bin ich noch bisher noch nicht dazu gekommen, ihnen eine Erweiterung zu bauen. Und der Platz geht noch, aber nicht mehr lang. Genau, und ich hätte es gesagt, gehen wir einfach wieder weiter. So, hier rein. Also, ganz kurz, im Moment, vielleicht seht ihr hier unten meine Camponotus maculatus stehen auf dem Boden. Hier habe ich noch ein paar leere Becken drin stehen. Hier oben steht einiges. Ich hatte schon eigentlich Richtung meinem Urlaub über Weihnachten geplant, hier mal etwas bisschen umzubauen. Kam mir eben dieser Lockdown und der IKEA und so weiter zu, dass ich Möbel nicht kaufen kann. Kam mir ein bisschen in die Quere, weil ich habe hier ein paar Ideen, eher hier so niedere Regale stellen und eben hier, wo der Tisch steht, dass ich eben hier das große Regal hinstelle. Wie gesagt, kamen mir ein paar Sachen dazwischen, weil ich habe hier auch noch eben, sieht man hier noch hübsche Bildchen für die Wand, was man dann eben über die Regale stellt. Also Ideen habe ich, was ich hier ein bisschen umbauen möchte. Wollte ich euch eigentlich hier auch mit dem großen Video auch dann das erste Mal zeigen, aber ich bin leider nicht dazu gekommen, beziehungsweise mir kamen da andere Dinge einfach in die Quere. Aber schauen wir uns jetzt mal hier ein paar mehr Arten an. Ich gehe einfach hier von oben ein bisschen nach unten. Also die Winterruhe ist bei mir rum. Und zwar zeige ich euch erstmal hier gleich das hier. Das sind die Reste der Königin von meinen Mesoangularis. Wie am Anfang vom Video gesagt, hier die Mesoangularis. Eigentlich seht ihr hier, der Kolonie geht es eigentlich gut. Hier ist ein Teil der Brut. Hier ist entsprechend Brut. Hier auf der rechten Seite lagern sie es auch immer noch gern. Hier ist Brut, wie ihr eigentlich seht, hier der Kolonie. Geht es eigentlich super, ihnen fehlt an nichts, so viel Brut und alles ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie geht. Nichtsdestotrotz war vor 1,5 Wochen, bin ich morgens hier reinkommen und habe eben hier im Becken gesehen, dass hier oben rum ein Riesentrog an Arbeiterinnen war, die die Königin eben gezerrt haben, auseinandergezogen haben und so weiter. Und ich dachte mir schon, oh nein, das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Und ich habe dann mit ein paar Bekannten geschrieben, hier sieht gar nicht gut aus mit meinen Mesoangularis. Ich denke einmal, dass ich dann am Nachmittag die Königin eben aus der Arena fischen kann. Und es sind immer, ich hätte gar nicht recht gehabt, aber ich hatte leider recht. Am Nachmittag tatsächlich habe ich eben hier die Reste der Königin leider aus der Arena fischen müssen. Und deshalb ist die Königin jetzt hier, ja, es heißt weißellos dann eben, wenn sie keine Königin mehr hat. Echt schade, ich muss sagen,
Ich habe hier in diese Kolonie im letzten Jahr die meiste Zeit absolut investiert. Ihr kennt das vielleicht auch von meinen anderen Videos, wie ich am Anfang immer gehofft habe, dann, dass es sich ein bisschen besser entwickelt, Sie haben sie dann nach und nach immer besser entwickelt, weil sie am Anfang immer weniger wurden oder so einen schwierigen Start hatten. Und wo ich dann eben im letzten Video auch eigentlich gesagt habe, hier, das Schlimmste ist überstanden, die Kolonie ist jetzt stabil und so weiter. Das kann ich jetzt gern revidieren. Sie war stabil, jetzt ohne Königin war es das leider. Wenn ihr keine großen Erfahrungen mit der Ameisenhaltung habt und so weiter, stellt ihr euch sicherlich jetzt die Frage, jetzt, was passiert hier mit der Kolonie? Die Kolonie werde ich natürlich erstmal behalten, und zwar sage ich dann immer dazu, ich lasse die Kolonie jetzt auslaufen. Auslaufen heißt, ich pflege sie weiter, ich fütter sie auch noch. Schauen wir mal, ob sie mir noch mal ein bisschen was für die Kamera zeigen hier. Weil ich vorhin noch ein bisschen Proteine reingeschmissen habe, die sie auch gern angenommen haben. Ja, hier vorne ein bisschen noch. Auslaufen, sprich, das heißt, ich pflege sie jetzt einfach weiter, bis die Kolonie nach und nach eben verstirbt. Weil natürlich ohne Königin wird es keine neue Brut geben oder keine neuen Arbeiterinnen. Und dann denke ich mal, dass ich die hier die nächsten ungefähr, denke mal, zwei Jahre sie jetzt hier weiter pflegen kann, bis die Kolonie eben immer kleiner wird, bis sie eben ausstirbt. Frage jetzt natürlich wieder von manchen, okay, hier kann man hier jetzt keine neue Königin mit reinpfuschen oder ihnen eine neue Königin geben und so weiter. Ist immer ein schwieriges Unterfangen, eine neue Königin in eine bestehende Kolonie einzupflegen. Wenn euch das mal interessiert, kann ich mal da was drüber schreiben. Kurz gesagt, das Einfachste, wo ich sagen kann, nein, das funktioniert hier nicht, ist gerade das im Moment oder seit anderthalb Jahren, wo ich sie mir hier damals gekauft habe, die Mesoangularis, wurden keine Mesoangularis mehr im Markt angeboten. Sprich, wenn ich eh keine Königin irgendwie herbekomme, kann ich auch nicht versuchen, hier eine Königin reinzupuschen. Kurz Infos, warum, wo kommt die Kolonie her? Ich habe sie tatsächlich eben, wie ich es euch mal erzählt habe, hier jetzt genauer bestimmt und sieht ja zu 99% Genauigkeit oder Möglichkeit ist es tatsächlich Mesoangularis und die kommen eben aus der Ecke von Kenia. Und wie gesagt, im Moment auch der Handel und der Markt der Ameisen ist seit letztem Jahr deutlich anders geworden, weil eben gerade durch Corona und so weiter hat sich da doch einiges getan, beziehungsweise einiges nichts getan, dass arg viel neue Tiere oder Arten nicht angeboten werden. So die Klassiker eben aus Asien sind immer verfügbar oder manche aus Südamerika, aber jetzt hier besondere neue Arten sind eigentlich im Moment eher schlichtweg selten geworden, dass da was angeboten wird. Muss ich echt sagen, wo ich das eben hier jetzt mit der Kolonie gesehen habe, ist echt schade. Es hat mich auch, ich muss auch nicht versagen, mich hat es geärgert. Mich hat es wirklich geärgert, dass sie hier die Königin getötet haben. Klar, man kann halt leider nicht in die Tiere reinschauen. War die Königin irgendwie krank oder hat sie sich verklemmt oder irgendwie wehgetan? Ich weiß es nicht. Aber die Ameisen wissen es eigentlich normalerweise, was sie tun. Und ja, einfach echt schade. Wie gesagt, mir ist es eigentlich wirklich arg ans Herz gewachsen, die Kolonie, weil wie gesagt, wenn du dich viel um eine Kolonie kümmern musst und immer hoffst und es dann nach und nach eigentlich aufwärts geht, bis, wie ihr hier eben seht, bis es wie jetzt ist, hat man eben viel Herzblut dran vergeudet, hätte ich jetzt fast gesagt, eigentlich viel Herzblut reingesteckt. Sie haben es mir auch lang genug jetzt zurückgegeben, aber wie gesagt, echt schade jetzt eigentlich. Ich hätte mich eigentlich gefreut, weil ich hatte schon Ideen, wie ich jetzt hier anbaue und was ich jetzt mit ihnen mache. Aber die ganzen Ideen kann ich jetzt eigentlich wieder verwerfen. Genau, wie gesagt, schade, echt schade. So, jetzt seht ihr hier so zwei kleine Gründungsbecken von mir. Eigentlich nichts Besonderes. Jetzt 3, 2, 1 raten. Dann gehen wir von oben rein. Hier sind zwei kleine Gründungskolonien von letztem Jahr von Lasius niger. Und zwar habe ich eben schon eine Weile eben einen Plan, wahrscheinlich Lasius umbratus oder Fuliginosus zu bauen. Und eben hier sind so kleine Kolonien, damit ich da eben so parasitäre Gründungen vornehmen kann. Klar, ich kann auch aus der Natur Arbeiterinnen und Brut entnehmen, aber es ist immer einfacher, sich hier so kleine Kolonien großzuziehen und die dann eben für solche Versuche von parasitären Gründungen zu nehmen.
Gehen wir jetzt hier weiter. Das ist einer meiner Arten, die ich bis euch heute noch nicht vorgestellt habe. Im Moment, ich habe nicht viele Gründerkolonien, beziehungsweise nicht mehr, aber dazu auch wieder später mehr. Dann ist, ich kann euch nicht viel zeigen, ich will euch auch hier nicht viel zeigen, weil es ist noch eine kleine Kolonie, hier so ein kleines Gründungsbecken, hier mit AG, hier vorne haben sie es verschlossen. Ist eine Cambonotus sansevierianus, also auch so eine gelbe Cambonotus-Art, hat vielleicht jetzt zwischen 8 und 10 Tieren. Und im Moment eben wird sie noch ein bisschen aufgepäppelt und hier eigentlich wirklich, wie ich immer sage, eigentlich komplett in Ruhe gelassen. Also ich denke mal, ich zeige euch ja oft nur eher meine größeren Kolonien, eben hier eins dieser kleinen Kolonien. Wenn sie größer wird, zeige ich sie euch dann im Detail und erzähle euch darüber im Detail. So, aber wir waren ja vorhin bei schlechten Nachrichten. Wenn ich hier vorbeikomme, kommen wir hier hin. Meine Cambonotus herculeanus. Wieder irgendwie typisch. Letzte Woche sage ich noch, hey, oder diese Woche am Donnerstag habe ich jetzt gesehen, hey, ich habe hier, saß hier vorne drin, ach, meine Königin, die ich schon seit auch wieder Jahren nicht mehr gesehen habe. Oh, cool, die Königin ist da. Was sehe ich dann heute Morgen? Schauen wir mal hier rein. Was ist mit der Königin jetzt? Ja, sie liegt auf dem Rücken und sie bewegt sich nicht mehr. Sprich, sie ist mir jetzt, wie ihr hier seht, verstorben. Also die Kolonie ist jetzt hier auch eins meiner ältesten Kolonien, die ich zurzeit halte. Und ja, letztes Jahr gab es schon fast keine Brut. Ich denke mal, ich habe ein paar Vermutungen. Meine größte Vermutung ist, dass es in der Winterruhe ein bisschen schief gelaufen ist. Ihr wisst ja, ich bin erst vor 2 Jahren umgezogen und ich muss immer sagen, wenn man umzieht oder die ersten Winterruhen, ist auch immer schwierig für den Anfänger. Man muss da irgendwie reinkommen, bis man da so ein richtiges System gefunden hat, auch mit, an welche Stelle stelle ich meine Ameisen hin, wie stelle ich sie hin. Und ich zeige mal ganz kurz noch ins Becken rein. Hier seht ihr, ist ziemlich verschimmelt. Und ich gehe mal davon aus, es war einfach die Schwierigkeit, ich habe sie dieses Jahr oder diesen Winter das erste Mal in meiner Garage überwintert, wie immer in Styroporboxen und alles. Und ich muss sagen, es hat wunderbar funktioniert, aber so wie ihr seht mit dem ganzen Schimmel, ich muss an der Belüftung definitiv was ändern für nächsten Winter. Und zwar, dass das, weil wenn die Belüftung zu schlecht ist und so weiter, Feuchtigkeit war super, war richtig schön feucht, aber Feuchtigkeit ohne Belüftung bedeutet eigentlich Schimmel. Und wie ihr seht eben, bei mir war die Belüftung nicht gut. Finde ich, wie gesagt, echt schade. Ist jetzt Kolonie Nummer 2, kann man schon sagen, die jetzt eben ausläuft. Aber ich möchte jetzt nicht manche sagen, okay, kannst du nicht die Tiere abtöten und so weiter, muss ich eigentlich sagen, will ich nicht. Ich habe sie schon hier lang stehen gehabt und ich pflege die Kolonie oder die kleine Kolonie hier. Oder durften um die 100 Tiere haben. Jetzt einfach weiter, bis eben nach und nach ich keine Tiere mehr sehe und dann bräuchte ich das Nest oder das Formikarium erst auseinander. Genau, gehen wir jetzt aber hier weiter. Das ist auch einer meiner älteren Kolonien. Oder auch tatsächlich meine älteste Kolonie, die ich gerade im Moment habe. Das sind meine Lasius niger. Ja, es ist eben, hier sieht man, das Becken ist nicht gerade hübsch, aber für Lasius niger ist es absolut tauglich. Schauen wir mal, wo. Ach, vorhin sind so schön viele rumgeflitzt. Na genau, hier sieht man. Ist immer schwierig, schwarz auf schwarz was zu sehen. Hier hinten, genau. Das ist eigentlich mit meine größte Kolonie hier, meine Lasius niger. Ist eigentlich diese typische Einstiegsameise. Ich habe damals auch, das ist jetzt aber mittlerweile schon meine zweite Lasius niger, ich bin damals, wo ich mit der Ameisenhaltung angefangen habe, auch mit Lasius niger angefangen, auch mehrere Jahre gehalten, bis ich sie irgendwann abgeben hatte. Und dann habe ich mir auch mal wieder eine angelegt hier. Die Kolonie ist jetzt 7 oder 8 Jahre alt. Hat ja manchmal doch eine schwierige Phase mitgemacht. Lange Geschichte, kürzer Sinn. Es geht ihnen gut. Ich muss jetzt gucken, eben jetzt Winterruhe ist erst seit 2 Wochen rum, was die Kolonie so macht. Mal ein bisschen, das sieht man hier, ich habe es noch nicht groß sauber gemacht. Die Kolonie geht es eigentlich ganz gut. Proteine nehmen sie auch schon fleißig an.
Man sieht es eben hier von meinem kleinen Lasius-Niger. Ist jetzt nicht hier bei der, sondern bei der da hinten. Da hat zum Beispiel die Königin auch schon Brot anfangen zu legen. Wird wahrscheinlich hier auch der Fall sein. Natürlich halt wie immer unter der Bedingung, kann ich mittlerweile sagen, unter der Bedingung, dass die Königin noch lebt. Aber ich gehe mal schwer davon aus. Jetzt sagt ihr euch, hey, die Kolonie ist schon so alt. Hier, Lasius-Niger, die muss ja riesig sein. Die Kolonie ist groß. Aber es ist eben ein Artnest. Und hier hinten läuft eben der Schlauch. Das habe ich jetzt dieses Jahr angefangen. Sie fangen auch schon an auszuschwärmen. Und zwar habe ich ja hier unten noch mein Becken von meinen Solenopsis fugax. Und hier ist eben dieser Schlauch mit dran verbunden. Und ich möchte jetzt eben, dass hier meine Lasius-Niger nicht nur das eine Nest oben haben, sondern hier noch ein zweites Nest, beziehungsweise hier noch ein drittes Nest, damit sie einfach sich, ja, ich sage jetzt mal, ausschwärmen können. So, schauen wir mal hier rein. Hier müsste man auch schon mittlerweile ein paar Lasius-Niger auch rumrennen sehen. Sieht man hier. Natürlich versteckt sie sich jetzt wieder. Ja, die geht jetzt hier runter. Schauen wir mal, ob wir irgendwo eine finden. Weil hier rennen gut mehrere, ja, ich hätte jetzt gesagt, um die 100 Tiere schon in der Arena rum. Genau, hier rennt eine, hier hinten. Und dass ich eben hier, ihr kennt das vielleicht aus dem letzten Video, wenn nicht, schaut euch das mein letztes Video zu meinen Solenopsis fugax an. Hier das Becken von ihnen und dass sie eben hier wie in der Natur, dass es eine Koexistenz zwischen den Solenopsis gibt und den Lasius-Niger. Genau, zu den Einwohnern hier, wie gesagt, Lasius-Niger, wenn es euch interessiert, wieder, schreibt mir doch einen Kommentar, beziehungsweise ich verallgemeine es jetzt einfach mal. Wenn euch eine Art genauer interessiert, schreibt mir das doch in den Kommentaren und dann zeige ich euch was separat. Wenn ich jetzt schon hier unten ankomme, bin es meine Solenopsis fugax. Nichts Neues zum letzten Video tatsächlich. Ihnen geht's gut. Ihr kennt es ja vom letzten Video, wo ich spontan aufgenommen habe, wo ich mal wirklich einen riesen Haufen gesehen habe. Ihnen geht es eigentlich soweit super, auch jetzt hier mit den Lasius-Niger zwischendrin. Sieht man auch Solenopsis zwischendrin rumrennen, die Lasius-Niger ignorieren sie eigentlich tatsächlich. Und eigentlich alles super. Aber wir sind ja beim Übersichtsvideo, dann gehen wir hier einfach weiter. Hier, Crematogastros cutularis. Ich hatte erst die Tage wieder eine Diskussion, eigentlich gestern, hey, das ist doch eine super Art, sehr aktiv und so weiter, muss ich eigentlich eher sagen. Nee, die Art, ich muss sagen, ich habe mir mehr von der Art erwartet. Ich finde sie eigentlich relativ, ich sage jetzt eigentlich fast schon langweilig. Sie sieht zwar super aus, wie ihr vielleicht hier seht, meine Kolonie ist auch mittlerweile arg groß geworden nach 2 Jahren. 2 Jahre müsste ich sie jetzt haben, auch riesig geworden. Es sind auch viele Tiere unterwegs. Ich hoffe, dieses Jahr gibt es Geschlechtstiere. Ich gehe mal schwer davon aus. Aber ja, sie reißt mich nicht vom Hocker. Es ist wirklich eine kleine Art. Ich ärgere mich immer eher, wenn ich jetzt immer zu der Art komme, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich jetzt hier die Tränken wechseln muss, was ich einmal die Woche mache. Dass halt immer so viele Tiere eben hier auf der Tränke sitzen und sie wirklich einem, ja, aggressiv hätte ich jetzt nicht gesagt, aber sie gehen in Drohstellung, heben ihren Gaster hoch, dass sie Ameisensäure verspritzen können. Ich muss hier viele Tiere immer von den Tränken mit der Pinzette runterklauben, damit ich sie wechseln kann. Und zwar, wir schauen mal hier ein kleines bisschen mehr ins Nest rein, weil hier vorne seht ihr ein kleines bisschen Brut, aber das ist eben nicht alles. Und zwar schauen wir nämlich mal hier rein. Hier seht ihr die Bruthaufen hier unten dran, weil sich hier unter diese Korkplatten eigentlich hauptsächlich eingenistet haben. Ein kleines bisschen mehr. Hier seht ihr die ganze Brut. Und eben auch nicht nur hier vorne dran, sondern das geht wirklich hier in die komplette Tiefe unten rein. Das Schöne, aber jetzt reden wir von den Crematogastern wieder. Crematogaster sind wirklich schöne Tiere an sich. Wie gesagt, vom Verhalten her sind sie leider nicht ganz so schön. Und zwar gehen wir mal hier hin. Wenn ihr jetzt irgendwo eine Ameise seht und sie bestimmen will, Crematogaster sind zwar hier nicht heimisch, sind eben südeuropäisch, aber Gaster ist herzförmig. Dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass es Crematogaster sind. Relativ. Natürlich, es gibt, wie immer,
bei allen Ausnahmen. Aber ein herzgeformter Gaster ist immer eigentlich so ein schönes Anzeichen für oder Merkmal für Crematogaster. Schauen wir mal hier hin, eben Scutillaris, roter Kopf, schwarzer Gaster. Genau. So, weiter. Und zwar, jetzt kommen wir hier wieder zu was Einheimischen. Meine Formica sanguinea. Wie ihr hier seht, ist schön was los in der Arena. Sie haben die Winterruhe gut überstanden, wie ihr hier seht. Und ihr seht hier, sie fangen gerade an wieder, ich will sie ein bisschen umdekorieren. Hier trägt irgendjemand so Reste rum. Hier bauen sie fleißig an ihrem Hügelchen. Ist wirklich so, die Sanguinea, sie bauen kleine Hügelchen auf. Nichts natürlich so wie Waldameisen, wie Formica rufa, aber hier bauen sie ein kleines Hügelchen auf, weil sie eben hier in den Reagenzgläsern wohnen, aber auch hier unter diesem Stein. Zwecks Haltung. Ist ja eine Raptor-Formica, eine Sanguinea. Und Raptor-Formica, ach, das sieht man hier, ne? Habe ich das gerade richtig hier gesehen? Ich weiß nicht, sonst schreiben wir das doch in den Kommentar. Habe ich das hier richtig gesehen, dass sie da hier gerade ein Ei-Paket reinpackt haben? Kuchen, Blut, Blut, Blut. Ah, nichtsdestotrotz, gehen wir mal zurück. Vielleicht, na, ist kein Ei-Paket, ist Müll. Okay, und zwar ist ja eine sklavenhaltende Ameise, die Raptoformica. Sanguinea, sprich sie überfällt ja Serviformica, fällt mir natürlich jetzt kein Name ein. Sie überfällt andere Formica-Arten und klaut von diesen die Brut. Und zieht dann eben da die Arbeiterin wieder groß, die eben dann hier in dieser Kolonie als Sklaven tätig sind. Wenn wir jetzt zu dem mit Polyergus vergleichen, Polyergus ist auf Sklaven angewiesen, Raptoformica eben nicht. Sprich, das macht es eben auch in der Haltung deutlich einfacher. Man muss keine Sklaven oder keine Brut von Sklavenameisen hier regelmäßig geben, sondern die Kolonie kann sich auch so entwickeln, ohne Sklaven. Und das mache ich eigentlich auch hier. Weil sonst müsste ich eben noch eine andere Formica-Art halten, da immer die Brut rausklauen, damit die Brut rausklauen lohnen, muss entsprechende Größe haben. Sie müssen ein Nest haben, wo ich an die Brut rankomme. Ihr kennt das Spiel. Und eben das ist für mich der Grund, warum ich hier sage, okay, sie bekommen keine Sklaven von mir, aber wie ihr seht, ist eigentlich ziemlich gut was los hier. Ins Nest will ich, kann ich nicht reinschauen. Weil stellt euch jetzt vor, ich nehme jetzt hier dieses Reagenzglas hoch, mache die Alufolie weg, da ist das Ganze, was sie hier gebaut haben, eigentlich kaputt. Genau. Aber Formica sanguinea, wie immer, bla 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 bla. Wollt ihr mehr wissen, bitte in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu einer Art, die leider nicht viele Leute halten. Aber das ist gehört, die Art halte ich schon echt lange. Ich habe auch ein paar hübsche Bilder zu denen, aber im Video eben nicht, weil es ist eine schöne Ameise. Oben ist eine. Es ist eine schöne Ameise. Rot mit schwarzem Gaster. Die Camponotus. Ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Vanispinus. Camponotus vanispinus. Wirklich eine schöne Ameise aus Asien. Eben, wie eigentlich kann man mit Camponotus lateralis vergleichen, zu der kommen wir später auch, nur komplett inaktiv. Meine Kolonie müsste um die 100 Tiere groß sein. Unten auch wieder eine. Das ist Müll, weiß ich nicht. Meine Kolonie hier hat gut um die 100 Tiere. Aber, wie ihr seht, ich freue mich gerade wieder, dass ich genau zu dem Video mal einer aus dem Nest draußen bin. Absolute Stubenhocker. Hier ist ein Reagenzglas vergraben, hier unten ist ihr Nest. Da sieht man den Eingang, wie sie ein Stückchen zubaut haben. Und wie gesagt, eigentlich komplett inaktiv. Wie gesagt, die Kolonie, ach tatsächlich sehe ich, wenn ich jetzt hier gerade runtergehe, ist das eine tote oder nicht? Jetzt gute Frage. Nein, eine zweite, die gerade hier ja, an Protein ist. Wie gesagt, eigentlich, ich habe sie letztes Jahr gehalten, ohne Winterruhe.
Dieses Jahr hatten sie tatsächlich die erste Winterruhe, eben aus Asien eine Art, die tatsächlich eher bis sogar ins Hochgebirge reicht. Deshalb habe ich mich jetzt entschieden, denen auch eine Winterruhe zu geben. Nicht wie bei uns hier einheimisch, weil sie eben es in kalten Regionen gibt, aber auch in warmen, sondern eben wie meine südeuropäischen Arten. Und ich muss ja auch sagen, für das, was sie jetzt immer noch absolut inaktiv schimpft, es tat ihnen gut, diese Winterruhe. Seitdem tatsächlich habe ich wirklich jetzt hier auch immer mehr Arbeiterinnen draußen rumlaufen sehen. Und das tat der Aktivität gut, weil sie sich jetzt eben wieder loslegen. Kurz zu den Gedanken eben, warum habe ich die jetzt tatsächlich in die Winterruhe geschickt? Das heißt doch immer, exotische Arten brauchen ja keine Winterruhe. Asien heißt nicht gleich Asien, ne? Und zwar eben, wie kriegt ihr raus, ob die Art Winterruhe halten muss oder nicht? Und zwar schaut doch einfach zum Beispiel antmaps.org, ist so eine typische Seite. Schaut euch da einfach an, wo die Tiere gefunden wurden. Gefunden heißt eben, diese offiziell, wo an welchen Stellen sie gefunden wurden, auch kartografiert. Meistens eben mit den Daten von Antweb, die offiziell dann bestimmt wurden. Und da könnt ihr nachschauen, okay, zum Beispiel hier Camponotus, Vanis pinus, wo kommen die denn vor? Und dann könnt ihr eben euch so Temperaturtabellen aus dieser Region anschauen und dadurch entscheiden, okay, sie brauchen eine Winterruhe oder nicht. Könnt ihr relativ einfach dann vergleichen. Eben legt euch zum Beispiel nebenhin eine Temperaturtabelle von Spanien. Spanien heißt verkürzte Winterruhe oder eine Temperaturtabelle oder so eine Temperaturkurve von hier von Deutschland. Dann könnt ihr sehen, okay, hier Deutschland heißt eigentlich so eine Winterruhe wie bei uns und könnt es ein bisschen miteinander vergleichen. Gerade hier im Winter eben, gerade in den kalten Monaten, was für eine Temperatur es gibt. Okay, gehen wir hier jetzt weiter. Jetzt ist auch hier wieder eine Art, die ich euch bisher noch nicht gezeigt habe. Und zwar ist es jetzt hier eine kleine Kolonie Lasius imaginatus. Die haben den Winter eigentlich auch gut überstanden, sind eigentlich voll aktiv auf Futtersuche. Schauen wir mal, ob ich jetzt hier im Video welche finde. Eigentlich flitzen hier immer genug rum. Seid auch nicht so. Ach, sind kamerascheu, so wie es aussieht. Ne, da haben wir eine. Hier flitzt eine. Und sogar zwei. Hier seht ihr, das hier ist ihr Nesteingang hier in das Reagenzglas rein. Lasius imaginatus. Im Gegensatz zu Lasius niger, also ist halt auch eine einheimische Art. Eigentlich der große Unterschied ist zwischen denen und den Lasius niger. Lasius niger sind ja komplett schwarz. Lasius imaginatus sind eben schwarz am Kopf und am Gaster und braun im Mittelstück, also am Körper. Ich möchte jetzt nicht auch hier zu sehr ins Detail gehen, weil mir fehlt selber eben, wie ihr seht, hier eine kleine Kolonie ist jetzt eben erster Winter ist überstanden. Mir fehlt eben auch zu viel, ich habe zu wenig Informationen selber, wie könnt ihr die halten und so weiter. Ich würde mich da einfach an Lasius niger selber orientieren. Mache ich auch nichts anderes. Aber ich denke mal, wenn es jetzt Richtung Sommer, Herbst, wirklich die Kolonie deutlich größer wird, werde ich euch dazu das auch in einem separaten Video zeigen und erklären, wie die Art so zu halten ist. Genau, also so viel Lasius imaginatus eben bei mir selbst auf der Homepage ist er noch nicht gelistet, aber sollte ich jetzt mal so langsam nachbessern. Eben wie gesagt, auch wie hier die Camponotus sansevierianus auch ist so eine Arten, sind noch kleine Kolonien. Und deshalb sind sie auch bei mir noch nicht auf der Homepage drauf, aber werde ich jetzt nach und nach nachpflegen, weil ich möchte dazu auch noch schöne Bildchen und mehr Informationen zusammenkriegen, weil nur zu sagen, hey, ich habe hier eine Lasius imaginatus, aber kann euch nichts dazu erzählen, ist halt auch immer doof. Hier unten, das Becken ist mittlerweile leer. Hier war bis über Winterruhe meine Manica rubida drin. Ist jetzt das dritte Mal, dass es mir passiert. Manica rubida großgezogen, erste Generation, in den ersten Winter geschickt, Winterruhe, Königin tot nach der Winterruhe. Kurz zusammengefasst. Jetzt hier das dritte Mal. Eigentlich, wie war das? Alle guten Dinge sind drei. Jetzt ist das dritte Mal genau dasselbe passiert. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Jahr nochmal mit Manica rubida probiere. So langsam
ja, ich weiß ich nicht, oder meine Überlegung war oder mein Tipp, was man mir jetzt empfohlen wird, hey, halt doch, versuch's doch nochmal ein viertes Mal mit Manica Rubida, dann muss es ja funktionieren. Und dass sie wahrscheinlich im ersten Jahr einfach keine Winterruhe halt, dass sie sie warm durchpflegt. Aber muss ich schauen. Aber es ist ja eh noch hin bis zum Herbst, bis die Königin schwärmt. Jetzt kommen wir hier zu den nächsten inaktiven Ameisen. Wie ihr hier seht, seht ihr nichts. Also alle hier in ihrem Nest, in dem Reagenzglas sitzen, sind meine Camponotus lateralis. Auch wieder roter Kopf, schwarze Gaster, nur ein bisschen kleiner wie die Camponotus vanispinus. Bei vanispinus ist auch der große Unterschied, dass sie wirklich einen schönen Polymorphismus haben, bis so herzchenförmige Köpfe bei den Majoren. Hier bei den Lateralis ist eine kleine Kolonie, auch sehr inaktiv, deshalb wie bei anderen Arten hier von mir bisher noch nichts groß separat gemacht. Damals, wo ich sie mir geholt habe, war halt eben die erste grobe Idee. Es hat mich irgendwann eines Besseren belehrt. Man kann doch die Lateralis zusammen mit den Chromatogaster scolinaris vergesellschaften. Ist eigentlich auf langer Sicht eigentlich mein Plan gewesen. Jetzt, wenn ihr hier oben nochmal die Kolonie von den Chromatogastern anschaut, wie zahlenmäßig die jetzt hier überlegen sind, im Gegensatz zu vielleicht zwischen 50 und 100 Tiere, so eine Camponotus lateralis, ja, würde ich so ungern zusammenführen. Ich kenne andere Stimmen, die sagen, hier Camponotus lateralis, die explodieren, die entwickeln sich sauschnell. Bei meinen habe ich das. Ich habe sie jetzt, denke ich mal, auch um die 2 Jahre, habe ich das noch nicht gesehen. Also sie entwickeln sich für mich oder bei mir langsam. Ich tue sie auch nicht extra beheizen. Und ja, jetzt nach der Winterruhe, also da kann ich sagen, definitiv Königin hat es gut überstanden. Brut haben sie auch mit durch den Winter genommen. Muss ich mal gucken, wie es dieses Jahr ungefähr wird. Meine Idee hier ist es auch, weil sie jetzt hier auch hier seit guten über 1,5 Jahren in dem Becken leben, auch nicht groß graben, sondern wirklich auch nur hier in diesem Reagenzglas drin sind. Und ich meine nicht zu erinnern, dass es eine Art ist, die eher in Hohlräumen sitzt, dass sie ihnen hier eigentlich eher dieses Essay aus dem Becken hier rausnehmen und wirklich ein kleines Korknest hier unten drunter reinbauen möchte. Ein bisschen Erde oben drauf und Grünzeug, dass sie da sich in die Hohlräume setzen können. Dann gehen wir hier weiter. Und zwar habe ich jetzt hier, ihr wisst vielleicht, das Resultat von meinen großen Phaidole-Kolonien. Wenn nicht, ganz kurz, meine große Phaidole-Kolonie in dem 60er Becken ist leider mittlerweile verstorben. Es hat sich schon vor dem großen Umzug angedeutet mit den ganzen Jungköniginnen, dass sie da kann ich relativ. Ja, relativ würde ich nicht sagen, ich sage das nie genau, sondern meine Vermutung ist da, dass die Jungköniginnen die tatsächliche Königin getötet haben. Weil ich habe damals im großen Becken noch hinten raus noch die letzten Reste von der Kolonie gefunden, ein bisschen ausgegraben. Und da war es wirklich so, da war eine kleine Kolonie, die die Königin beschützt haben, die Majore drumrum. Und bei der Königin hat man gesehen, hey, diese Königin hatte nur angeknabberte Flügel. Also nicht abgeworfen, angeknabbert wird eine meiner Jungköniginnen gewesen sein, die die Kolonie übernommen haben, nicht begattet war. So, aus dem Grund habe ich jetzt hier auch angefangen, mir, weil ich Phaidole, Palidula, super Art, hier eine neue Kolonie großzuziehen. Klar, bis es jetzt die Größe wird, wie es von meinen anderen Videos kennt, mit den riesen Schwarmflügen, dauert es jetzt wieder ein paar Jahre. Aber ich denke mal, hier in 1, 2 Jahren werdet ihr hier schon einiges drin rumsehen, rennen sehen. Jetzt hier von der Größe, hier von der Kolonie, hier seht ihr ein paar Tiere rumrennen. Und Phaidole typisch seht ihr hier, sind das ganze Becken schon einmal komplett durchgraben worden. Größe von der Kolonie irgendwas zwischen 100 und 200. Hier hinten seht ihr wieder, hier rennt auch wieder eine. Und hier müsste ich eigentlich auch eine gesehen haben. Genau, also wie gesagt, hier ziehe ich mir langsam wieder eine Phaidole Palidula hoch. Ich kann euch viel zu der Art erzählen. Also wie gesagt, jetzt hier mit der kleinen Kolonie ist wie gesagt auch wirklich nur klein. Hier sieht man schön so ein rundes Nesteingang, was sie graben haben. Da fragt ihr euch sicherlich hier, Phaidole, die haben doch
Eine Soldatenkaste, klar, aber bei einer kleinen Kolonie kommen die eigentlich ganz selten hier aus dem Nest raus. Aber wie gesagt, denke ich mal, in ein, zwei Jahren kann ich euch hier wieder mehr zu den Feidole erzählen. Wieder, wie ich sie großziehe. Und dieses Mal, im Gegensatz zu, wo ich das letzte wirklich hier mit dem Kanal richtig angefangen habe, war ja die Kolonie schon deutlich größer. Und hier könnt ihr euch dann eben mehr berichten und ich könnt ihr auch dann wieder mehr sehen, wie sich die Kolonie so nach und nach dann über die Zeit entwickelt hat. Gehen wir jetzt hier runter. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, hier meine Ideen mit meinem Umbau hier, mit den Regalen und so weiter. Aus dem Grund steht hier meine Carbonotus maculatus, die sonst eben im anderen Zimmer standen, wo die Paratrichina jetzt stehen. Deshalb stehen die jetzt eben hier auf dem Boden. Ach, vorhin waren sie noch schön aktiv, natürlich jetzt nicht mehr. Oder eher, die sind eher die Dämmerungsaktiven, aber hier vorne haben wir eine. Hier meine Carbonotus, ich sage jetzt CF maculatus, so genau muss sie sein, sie ist nicht genau bestimmt. Eben hier eine so gelbe Ameise, hier tragen sie eine Tode durch die Gegend. Die Kolonie ist eigentlich, war mal richtig groß, dann habe ich gesagt, letztes Jahr hatte ich so ein bisschen Rückschlag mit ihnen. Da sind mir auf dem großen oder relativ schnell ein größerer Teil von der Kolonie eingegangen, muss ich ein bisschen gegensteuern. Deshalb ist auch hier mittlerweile der Kaktus wahrscheinlich raus, der war wahrscheinlich mitten ein Problem. Und jetzt so langsam entwickeln sie sich wieder gut. Hier dieses Becken kennt ihr ja. Das Becken ist aber wirklich tatsächlich nur Arena, weil hier immer noch, hier hinten in diesem kleinen Becken ist definitiv immer noch ihr Nest. Und zwar ihr Nest ist eigentlich hier tatsächlich in diesem Tannensapfen drin, ein bisschen weiter unten. Wenn ich den jetzt hier hochheben würde, würde man direkt ins Nest schauen können. So, hier rennt noch mal einer rum. Zwecks Haltung hier für den Maculatus oder Koloniegröße. Mittlerweile denke ich mal um die, ja, das sind zwischen 1000 und 2000 Tiere, ist sie groß. Tatsächlich jetzt hier von der Aktivität eben sind eher gegen Abend sind so dämmerungsaktive Tiere und sind eigentlich wirklich einfach zu halten. Wie gesagt, von der Aktivität erwartet euch nicht zu viel, aber normalerweise sage ich immer, oder zumindest unter Tag erwartet euch nicht zu viel. Hier hängt so schöner Majorum. Aber dafür ist gerade das Schöne ist wirklich, wenn es so abends Dämmerung wird, normalerweise jetzt so gegen Uhrzeit, so gegen 5, 6, kommen da wirklich viele raus, sind aktiv in der Arena unterwegs, wirklich bis es wieder dunkel ist und dann ist der ganze Spuk rum. Ich muss so sagen, so, wenn ihr jetzt Schüler seid oder arbeitet, ist ja egal, wenn ihr am Abend nach Hause kommt, dann sind sie aktiv. Ist wirklich einfach zu sagen. Ist jetzt eben für mich auch berufstätig mit Büro, wenn ich abends vom Büro reinkomme. Heimkommen waren sie eben aktiv. Was sie den ganzen Tag machen, muss ich ehrlich sagen, klar, jetzt durch, dass ich von zu Hause arbeite, sehe ich das immer mehr. Aber sonst ist es eben eine Art, die eben gegen Abend aktiv ist und man ist normalerweise auch dann gegen Abend zu Hause, wenn sie aktiv ist. Genau. Schauen wir mal noch kurz hier rüber. Also, wie gesagt, hier in diesem Tannensapfen haben sie ihr Nest unten drin. Aber das möchte ich jetzt nicht hochheben. Hier läuft noch mal eine. Genau. Aber machen wir weiter, bevor wir nicht mehr aufhören können. Das wird schon wieder zu lang, das Video sehe ich jetzt schon. Hier kommen wir zu meiner Myrmica oder Myrmica CF rubra. Sie haben den Winter eigentlich relativ gut überstanden. Klar, mit den entsprechenden Verlusten, was eine Myrmica auch immer über den Winter hat. Hier weiß ich eben auch nicht, wie viel Königin ich in meiner Kolonie habe, weil, gehen wir mal wieder hier hin, ich muss bald Koch anfangen. Ich habe mal etwas vorbereitet. Seht ihr hier, das ist eben eine der Gynen, wo sie eben nach dem Winter aussortiert haben. Ich muss schon direkt sagen, eben sie haben, hier hinten ist ihre rechte Rampe. Sie haben mir dieses Jahr eben auch schon jetzt schon drei Gynen aussortiert. Müsste aber, ich müsste in meiner Kolonie eigentlich noch genug haben, damit es nicht auffällt. Nest ist eigentlich hier unter, hauptsächlich hier unter dieser Rinde. Sieht man eigentlich hier schön ihr Nesteingang. Ja, vorhin waren sie noch schön am Futter, aber das müssten sie schon im Nest drin haben. Genau, tun wir mal hier ein bisschen lagern. Genau, und sieht man jetzt, wie sie hier rauskommen. Zwecks Haltungsparameter Myrmica. Myrmica mögen es feucht.
Sieht man auch hier, ich habe hier schön Erde drin, halte es entsprechend feucht, eben ich gieße es mit der Gießkanne, ja, so ein bis zweimal die Woche. Und ich muss sagen, wirklich Knotenameisen, ich mag sie einfach. Da müssen wir eben aufpassen, die Mirka können stechen. Klar, jetzt hier, normal, wenn sie einen hier stechen, es macht eigentlich fast nichts aus. Natürlich kommt es halt dann irgendwann auf die Menge drauf an. Und natürlich eben, wo sie einen treffen. Es gehört auch wieder, wenn ich schon sage, wieder vom Alten mit zu meinen ältesten Kolonien. Mehrere Generationen sind hier schon durch. Ich habe jedes Jahr Königin und Jungkönig... Was erzähle ich denn schon wieder? Jungkönigin und Männchen und mit Schwarmflug und sie betreiben eigentlich auch Inzucht und deshalb ist da eben da der Fortbestand der Kolonie eigentlich gesichert. Ja, gut. Jetzt kommen wir hierhin, eben da, wo meine Faidole drin waren. Wie gesagt, die Kolonie lebt leider nicht mehr, aber ja, sie hat mir sechs gute Jahre zur Seite. Und ganz, machen wir es ganz kurz. Wie ihr hier seht, hier habe ich ein kleines Reagenzglas vergraben. Hier ist eine kleine Gründerkolonie drin mit ungefähr 4 oder 5 Tieren, mit einigen Larven. Eine Cambonotus croentatus habe ich jetzt hier mal reingesetzt und muss tatsächlich schauen, was er macht. Eben auch eine Art, die ich bisher noch nicht dokumentiert habe hier. Jetzt hört ihr das erste Mal davon. Eben wie immer, wenn ich mehr weiß, berichte ich euch mehr. Eben um mein Video hier jetzt nicht wirklich deutlich zu lang. Eigentlich will ich die Stunde nicht brechen, aber es läuft drauf raus. Ist zwar hier, die hier kennt ihr von meinen letzten Videos. Meine Neoponera apicalis. Achso, wo seid ihr denn heute? Normalerweise mache ich immer hier, wenn ich mein Video anfange, schmeiße ich vorher etwas Futter rein, dass die Tiere ein bisschen aktiver sind, damit ihr da was seht. Pustekuchen, das war jetzt auch eine Stunde her. Das haben sie hier eigentlich schon komplett verarbeitet. Also wie gesagt, hier Neoponera apicalis, Art aus Südamerika. Ob sie jetzt leicht zu halten ist oder nicht, ich denke mal, es ist halt wie bei vielen Arten, sobald sie eine gewisse Größe haben, sind sie immer leichter zu halten. Jetzt bei meinen ist, sie bekommen wirklich nicht mehr Pflege wie andere Arten von mir. Meine Kolonie müsste eigentlich, ich habe mal, glaube ich, von 100 oder 200 geredet. Das haben sie mittlerweile sicher. Machen wir ganz kurz auf. Hoffentlich haut mir keiner ab. Und dann seht ihr das schöner als durch das Glas durch. Hier hindert, sieht man ihr Nest. Hier haben sie schön alles durchwühlt. Genau. Südamerika muss regelmäßig befeuchtet werden. Wie ihr seht, hier meine Pflanze drin wird immer größer. Ich befeuchte mindestens zweimal die Woche, manchmal dreimal. Sieht man eigentlich immer ganz gut an der Erde. Hier höre ich oft Stimmen. Hey, das ist doch eine Ponarina, also eine Urameise. Die wollen doch nur Lebendfutter haben. Kann ich sagen, nein. Moment, ich muss ganz kurz was hinsetzen, dann geht es einfacher. Nein, meine kriegen eigentlich immer tote Heimchen. Diese dann hier aus diesem Schüsselchen dann eben hier rausholen. Hier liegt tatsächlich noch was drin. Dann gucken, ob sie es noch abholen. Wie gesagt, meine nehmen auch Todesfutter an. Und also Leben müsste da nicht futtern. Wie gesagt, ich bin auch eigentlich nicht der Freund tatsächlich, wo ich sage, hier, hey, ich fütter lebend. Habe ich bis jetzt erst einmal hier auch bei der Kolonie gemacht. Und zwar hatte ich das Problem, ich habe mir auch vor 2 Wochen, 3 Wochen, weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Ich muss mal die ganzen Termine hier vom Video aufschreiben, beziehungsweise dann immer nachlesen. Futtertiere bestellt, wieder größere Menge. Hier seht ihr von Größen, ich nehme eigentlich immer so mittlere Heimchen. Die kann ich nämlich bei den meisten Kolonien am Stück eingeben. Und bei kleineren Kolonien halbiere ich so einfach. Und da in dem Päckchen, was mir zugeschickt wurde, haben dann eben, waren in dem großen Karton, sind dann eigentlich so 20, 30 mittlere Heimchen frei drin rumgerannt.
Was ich dann gemacht habe, ist eigentlich hier oben nur einen Deckel runtergenommen und dann wirklich die Einzelheimchen wollte ich jetzt nicht mit einer Pinzette aus dem Karton raussammeln und dann in die Tiefgefriertruhe stecken oder in eine Schachtel, sondern ich habe sie dann eben hier lebend reingeschmissen. Man muss sagen, wenn ihr Heimchen kennt, Heimchen sind ziemlich flink, aber wenn ihr hier mal so jagen die Neoponera seht, die sind flinker. Und man hat wirklich gesehen, die Kolonie hat wirklich aktiv die Tiere gejagt, auch oft. Was ich faszinierend fand, waren zu zweit, zu dritt, haben oft so Heimchen irgendwo in eine Ecke getrieben und dann haben sie sich rausgeschnappt. Genau. So viel zu meinen Kolonien. Jetzt machen wir noch ganz zum Schluss eine Kleinigkeit. Und zwar, wie ihr hier unten seht, hier unten sind eigentlich immer so meine Klaustrahlengründungen hier mit drin. Und zwar möchte ich euch ganz kurz hier noch schnell erzählen, was ich hier habe. Und zwar hier habe ich eine Mesa Barbaras durchgegründet. Die bekommt eine Freundin bald von mir. Ich ziehe sie jetzt noch ein bisschen größer. Dann bekommt die Mesa Barbaras von mir. Sie hat auch schon mal Mesa Barbaras von mir bekommen. Und ja, die Kolonie ist leider bei ihr eingegangen. Und sieht man hier. Und deshalb bekommt sie hier die von mir. Und hier, schauen wir mal ganz kurz hier noch nach. Genau, hier ist eine Camponotus rosariensis, die eben noch bei mir gründet. Und ich hoffe mal, dass sie die Gründung schafft. Genau, so viel dazu. Dann hinten raus muss ich ein bisschen Blabla ja wieder noch machen. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich habe euch für die, wo mich regelmäßiger schauen, noch was Interessantes gesagt. Für die, wo mich nicht kennen, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Richtung der Ameisenhaltung, konnte euch was ein bisschen zur Ameisenhaltung erzählen. Und ja, danke fürs Schauen. Wie immer, jetzt, ich habe es zwischendrin öfters gesagt, wollt ihr was zu einer Art genauer wissen? Schreibt mir doch gerne einen Kommentar, zum Beispiel hier, hey, Ameisenonkel, erzähl mal mir doch mal mehr über die Mimirka, über deine Lasius oder was auch immer. Ich schaue dann, dass ich eben, ja, wie immer so zeitnah oder so gut es geht, mal ein Video dazu euch dann zeige, wo ich dann mehr im Detail in die Arten gehe. Und genau, dann, ja, jetzt haben wir die Stunde doch überschritten, gehe ich mal davon aus. Und ja, ich hoffe, es macht euch Spaß und wie gesagt, eigentlich war es doch vielleicht auch als Livestream geplant, aber jetzt war es doch, ach komm, mach doch dieses Video. Alles klar, dann danke fürs Schauen.